So, hallöchen damit, willkommen hier zurück zum Let's Play von Deponia Doomsday hier in der zweiten Folge. Kommt uns alles doch schon relativ bekannt vor, so nicht das Setting hier, aber ja, so könnte es auch aus einem der letzten Teile stammen. Der Rufus steht hier rum, der Rufus schläft ein, wenn man mal eine Zeit lang was nicht macht, weil man die erste Folge hochlädt. Und wir können hier wunderschön erstmal Sachen begutachten. Ich würde sagen, wir fangen gerade hier mit dem ganz heißen Ofen an, der hier ist. Ja gut, so ganz heißer Ofen ist das nicht, weil da kein Feuer unterm Kessel ist, aber wir schauen es ihn mal an. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Ich bin ja mal gespannt, was auf uns wartet, wenn wir aus der Tür rausgehen. Es ist immer noch so... Ich bin mal gespannt drauf. Wir warten bitte aber noch ein bisschen. So, Ofenklappe. Hab mal die Klappe, Josh. Ja, ist ja in Ordnung. So. Heißt, wir können da bestimmt dann irgendwie was reinmachen. Oh, oh, Knickerfolie, oh, knickedy knick. Oh yeah, ich bin der Postbot. Nicht hingucken, sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Knickerfolie. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Rufus weiß aber schon, dass in einem Point-and-Click-Adventure das ein oder andere Mal so ist, dass man einfach random Sachen ins Inventar mitnimmt. Oder fällt Zeug runter, ist auch cool. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Es ist eigentlich in einem Point-and-Click-Adventure ganz normal. So Schraubenschlüsse. Den nimmt man zum Beispiel auch mit. Einfach nur, weil der da liegt. Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. So, nimm mal mit hier. Das war auch nur ein Traum, oder? Ach, ist das alles verwirrend. Nimm mal mit, Rufus, ne? Ah, die nimmt er sogar wirklich mit. Das ist super. Raus ins Fragezeichen. Was haben wir da eigentlich noch rumfliegen? Eine Lampe, Ofenklappe, Ofenknickerfolie. Mehr haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt schon knapp vor der zweiten Minute hier raus. Ist ja Hammer. Gehen wir mal hier. Was uns dort erwartet. Ich bin echt gespannt. Huch, wo sind wir hier? Ist das Deponia? Nicht wirklich. Sauber. Während oder? Ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ach, das ich ist doch die... schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? So, und jetzt sind wir also vor der ganzen Zeit. Da ist er noch mit Toni zusammen und versucht immer noch von hier wegzukommen. Das ist also vor unseren kläglichen Versuchen, also vor... Mein jetzt in dem Fall, also den Gashebel, den möchte ich jetzt noch nicht benutzen, weil sonst machen wir schon alles kaputt hier. So, Schrottbeutel. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Dann nimm doch weg hier. Ja, nimm doch mal mit. Point-and-Click-Adventure-mäßig. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Erwähntest du bereits? Wie wär's, wenn du es mitnimmst? Hat er liegen gelassen, oder? Nee, hat er bis was rausgenommen. Ah, er hat Schrott mit rausgenommen. Das ist gut. Kann ich gut für einen Kommentar, die wir mit Display gebrauchen. So. Einmal das Seil hier, bitte. Damit können wir jetzt den Gashebel betätigen. Das können wir an das Schild montieren. Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay, Schilder. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Hm, was mögen sie wohl bedeuten, Glaspyramide? Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Das frage ich mich auch. Wie können wir da was mitnehmen oder so? An die Arbeit. An die Arbeit? Was hat Andi damit zu tun? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst: Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Also... Ah, nicht ohne Knickerfolie. Okay. Niemand kann behaupten, ich würde nicht dazulernen. So, da oben ist auf jeden Fall jemand. Okay, das heißt, wir sind jetzt wirklich... War das alles nur ein Traum? Es kann nicht nur ein Traum gewesen sein. So, wir nehmen Knickerfolie. Hier, da. Immer mitnehmen. Warum durften wir die vorher nicht nehmen? So, das wird dass jetzt gerade gespeichert wird, hat mir minimal Angst gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Was ist jetzt anders? Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Muhaha. Oh, Stopp! Ich kann hier nicht parken. Sie.
Gut, das war nicht unsere Schuld. Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Wer fährt denn das Ding? Also habe ich hier wieder ETS einparken geübt oder was ist da los? Bin ich das im ETS? Ich habe keine Ahnung. Wie wär's, wenn man den Hebel betätigt? Ist ja nur mal so eine Idee. Auf nach Elysium! Ja, sofort, bevor wir irgendwas anderes gemacht haben. Gute Idee. Was ist denn jetzt? Ha, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Ah, bedeutet, wir müssen den Ofen finden und dann geht's auf nach Elysium. Wollte ich doch Toni mitnehmen. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht, weil Toni ist ja immer so ein bisschen... Na gut, Schilder, Falschparker, Seil. Können wir bestimmt irgendwas anfangen. Die Frage ist nur, welche Konstellation. So, Falschparker, gucken wir uns den mal an. Hey, hallo, Sie können hier nicht parken. Kann er anscheinend schon. Ja gut, parken kann er nicht, weil sonst hätte er jetzt die Glaspyramide nicht umgeschmissen, aber... Also parken kann er nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier mal in die Richtung, wo wir da ein bisschen was sehen können. Wer denn da fährt, ne? Wer bist du denn? Kollege? Hey, du da! Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Genau. Erstmal, weil bist du überhaupt? Das ist erstmal eine gute Frage. Erstmal ein bisschen Vorstellungsrunde hier. Guten Tag. Bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignoriere mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Deswegen frage ich dich jetzt mal, was du hier eigentlich treibst. Das ist eine gute Idee. Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Dann hör auf, mir Fragen zu stellen. Kein Kontakt. Das ist essentiell. Ah, essentiell. Voll das schöne Wort. Ich will nicht wissen, was er treibt. Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Es... Moment, was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zerdeppert. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Oh, das gefällt uns. Du willst doch nicht etwa. Doch, es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Und der wäre? Ich werde... Nein! Oh, es ist laut! Poki, das war Zeit laut. Zurückdrehen. Nein! Du... Was? Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, die Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Und zum Beispiel... Ja, bist du überhaupt, was treibst du hier überhaupt? Nehmen wir mal hier Data. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... Die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Also ich höre das auf jeden Fall und es ist sehr laut auf den Kopfhörern, muss ich nur mal sagen. Was ist denn die Quadratwurzel aus, genau? Eine gute Idee. Können wir das nicht noch trotzdem nochmal fragen? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt?
Eigentlich gar nicht, aber ich finde das eigentlich voll cool, dass man es auch hier ein bisschen zeitliche Fragen stellen kann. Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Muss man den abschneiden? In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig. Bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Ich verstehe langsam, auf was das hier hinausläuft. Ich verstehe langsam. Das war kein Traum, sondern genau, Raum, Zeit und so. Wisst ihr Bescheid. Aber das werden wir, glaube ich, alles noch erleben, ne? Ich finde, die Frage ist voll angebracht. 169 ist 13, mehr kann ich aber auch nicht sagen. Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Und zum Beispiel, wie geht denn das mit diesem Zeitzurückdrehen? Also ohne jetzt einfach nur hier, wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich schon so spät? Er hätte auch mal sowas gebrauchen können, womit man die Zeit zurückdrehen könnte. Aber das tut er nicht zur Sache, gell? Lass ihn mir mal erklären. Na gut. Wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Oh, das können wir brauchen. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Was? Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, MacChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre... wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Kurbel, Kurbel, Kurbel. Wie weit reisen wir denn zurück? Hallo? Tati, tata! Lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Was? Moment, ich kenne dich. Du bist MacChronicle. MacChronicle. Aber das hieße ja, du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Ja, aber du parkst doch schon richtig. Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. So, also wir können ihn einweisen, stopp oder... Wow, wir können doch voll viel machen. Aber erscheinen reicht auch, aber gut. Ich meine, er kann doch einfach hier stehen bleiben, finde ich. Der steht doch hier super auf dem Weg, egal. Kommen. Ja, immer noch ein bisschen hier. Kommen. Ja, Kollege, du kannst gerne noch ein bisschen fahren. Da war ein rosa Elefant. Da war doch eben noch ein Elefant. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Achtung! Stopp! Stopp! Der hat aber auch eine Bowlingbox. Oh nee, nicht schon wieder. Was tun wir jetzt? Jetzt kannst du dich selber bei Toni entschuldigen, lieber Kollege hier. Also, jetzt kannst du dich hier selber, da. Entschuldig dich mal selber. So, so sieht's nämlich aus, Kollege. Und? Hat es funktioniert? Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Der Elefant? Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Wir haben einen rosa Elefanten gesehen.
Finde ich gar nicht beunruhigend. Finde ich in Ordnung. Kurbel. Wie wär's, wenn wir... Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Nee, aber ganz ehrlich jetzt. Ich meine, so ein bisschen selbstständig rückwärts einparken, das kann man doch eigentlich auch. Da brauchen wir doch eigentlich nicht unbedingt immer Hilfe dafür. Kollege, lerne rückwärts einparken. Geh in die Fahrschule, mach sonst noch was. Aber lern bitte rückwärts einparken. Wenn selbst ich das hinbekomme, dann bekommst du das auch hin. Können wir das irgendwie antatschen oder so? Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Ja, doch, dann kann ich das auch nochmal machen. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Gute Idee. Schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Vorbereitung im Sinne von was? Was bereiten wir denn jetzt? Also was wäre denn seine Vorbereitungsidee gewesen? Ich meine, wenn es die Möglichkeit gegeben wird. Lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus? Bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Yay, also fahren. Amen. Amen. Dort nochmal. Amen. Ja, ja, ja. So, rosa Elefant, schön ignorieren. Schön ignorieren, schön ignorieren. Stopp, 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 stopp. Hey, zeig dich, du Sohn eines feigen Rösseltiers. Hallo. Stopp, 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 stopp. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Ja, er macht das super. Apropos rosa Elefant, wo ist denn der überhaupt? Ich glaube, wie wär's? Warte mal. Können wir nicht irgendwie Knickerfolie mit... Wir hätten gleich Knicker. Können wir die irgendwie... Da ist schon genug Schrott auf der Ladefläche. Können wir irgendwas mit der Knickerfolie machen? Ich würde sagen, das... Schauen wir mal, fände ich gar nicht schlechte Idee. Ich meine, da können wir, glaube ich, jedes Mal hier die Zeit zurückdrehen. Die Frage ist... Ich muss wohl erst einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten loszuwerden, bevor wir das Ganze dann noch einmal probieren. Also, wir müssen einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten zu... Gut, das ist schon mal... Ich hätte jetzt erstmal... Es scheint mir... Bist du... Weißt. Nein, ich bin dieses Mal nicht drauf vorbereitet. Stimmt, ich hab... So. Und zwar... Ich habe mir gerade nämlich überlegt, was müssen wir denn tun? Also, welche Vorbereitungen müssen wir treffen, damit das soweit funktioniert? Jetzt habe ich festgestellt, dass... Elefantenverbot. Jetzt kann ich das Schild auch entziffern. Können wir damit irgendwie den Falschparker abschleppen, die Schilder da rumfesseln? Ja, ich habe die Lasso-Nummer lange genug... Wenn ich das gut, nicht... das hat nicht funktioniert. So, also mit dem Seil müssen wir diverse Dinge tun. Na, ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Jo, auf jeden Fall ist das dann unser erstes Ziel, dass wir diesen Elefanten da irgendwie aus dem Bild bekommen. Auch wenn natürlich eine Möglichkeit wäre, dass sich Rufus einfach nicht ablenken lässt. Aber Rufus und nicht ablenken lassen passt so gut zusammen wie, keine Ahnung, was gibt's da noch Schönes? Ich weiß es gar nicht. Hier schön sinnlosen Vergleich einfügen. So, McChronicle kann erst jetzt mit dem Elefanten vielleicht erklären. Hey Mac, na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja, aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Und zwar, genau, gibt es irgendwelche Zeitanomalien? Du kannst uns vielleicht irgendwie helfen, diesen Elefanten da zu bändigen. Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht hältst du die Angel falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerungen. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Hier läuft ein rosa Elefant rum, genau. Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Das könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon.
Ja, du bist auch nur hier Schrottprofessor in irgendeiner Zeit, Psychologie, Physik, Klinik oder sowas. Also da, du hast davon keine Ahnung. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Aha. Und das kommt dann also mit den, also das hat bestimmt nichts mit dem Rosa, also das denke ich nicht, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... Keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war und ein recht verbreiteter dazu. So, was haben wir denn noch? Wollen wir nicht mal die Zeit zurückdrehen? Wollen wir nicht? Man sieht sich früher oder später, genau. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Stimmt, man sieht sich früher... Oha, da war sogar hier voll der Gedankenanstoß drin. Das ist ja super. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es das mal für die heutige Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Deponia Doomsday. Wieder schön hier um 16.30 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann rätseln wir ein kleines bisschen weiter. Bis dahin, tschüss.